Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute ist der... Sonntag. Was? 20. Ich dachte, du willst 20. sagen. Sonntag? Ja, du hast so angefangen wie 20. So, heute ist der quasi 10. theoretisch. Ja. Ja, der 10. was? Februar. Und somit ist unser Kleiner seit gestern ein halbes Jahr alt. Nein, heute ist er sogar schon ein halbes Jahr, ein Tag alt. Genau. Ja, und deswegen gibt es heute das Video zu seinem ersten halben Monat, beziehungsweise zu... halben Jahr. Zu seinen ersten 6 Monaten. Zu unseren ersten 6 Monaten mit ihm. Ja, also wir gehen natürlich jetzt auf den 6. Monat ein, so wie in den anderen Videos auch, ja. Aber wir können ja vielleicht nochmal so ein bisschen was zu allem so sagen. Ja, genau. Wir haben auch ein paar Notizen. Und er hat die ich noch nicht kenne. Okay, dann lese ich durch und ich zeige euch eben, was er heute bekommen hat zum 6-monatigen. Nämlich einen neuen Schnuller, der ist bestimmt unscharf, aber vielleicht erkennt ihr es, da sind so kleine Fahrräder drauf. Ich finde den total süß. Mal gucken, wann der Fahrrad fährt. Oh ja. Das wird cool. Und er kugelt hier auch mal wieder durchs Wohnzimmer, also nicht über irgendwelche Geräusche wundern oder sowas. Ja, soll ich einfach mal... Super. Anfangen. Ja, kannst du eigentlich auch. Ich fange mal von unten an. Also jetzt in dem 6. Monat war die U5 und ja, er hat da zu dem Zeitpunkt, das ist schon ein Stückchen her, 7,5 Kilo gewogen. Das heißt, eigentlich hat er sein Geburtsgewicht verdoppelt. Ja. Ja. Und ja, von der Größe her, ich weiß nicht, war das jetzt 61 oder 64, auf jeden Fall halt über 60 cm groß. Das, was mir auch eigentlich mehr vorkommt, muss ich sagen, wenn man sich überlegt, er war halt 51 cm bei der Geburt und das wären jetzt so ein bisschen über 10 cm, das ist ja ungefähr so viel. Also gefühlt ist er doppelt so lang wie bei der Geburt. Aber vielleicht wirkt er auch einfach so groß, weil er auch einfach zugenommen hat. Ja, ich weiß nicht. Aber ja, also er wächst wie geplant, wie... gedacht, also alles, genau. Alles super. Ist auch gut. Genau. Ja, jedenfalls haben wir mit 3 angefangen, hatten wir beim letzten Mal auch schon. Ja, haben wir es erzählt, genau. Genau. Das heißt, er ist jetzt mittlerweile Abendbrei und auch Mittag. Genau, der Abendbrei ist, glaube ich, neu. Nee. Doch, das haben wir doch, ja, natürlich. Noch nicht genau. Gesagt. Deswegen steht ja auch hier oben Abendbrei. Na, sowas. genau, er isst jetzt Abendbrei und Mittag ja immer noch. Abend isst er süß, also, nein, er ist immer süß. er isst so Grießbrei mit Obst, eigentlich bis jetzt, aber wir machen jetzt so wie Schmelzflocken. Genau, so irgendwelche Getreideflocken halt, also, weil Philipp gesagt hat, süß, also süß. Mit Frucht halt. Ja, natürlich. Also quasi ungesüßten Grießbrei mit Obstbrei drin. Wir hatten jetzt und vorrangig Obstbrei Apfel. Haben wir selber gekocht Apfel. Und wir hatten aber, er rollt gleich vom Wohnzimmerteppich. Ich renne dann. Wir haben aber auch schon probiert so eine Wintersorte von... Oh ja, Baby Love war das. Nee, jetzt nicht. Nee, Baby Love. So eine limitierte, was auch immer, Edition. Oh, oh. Das fand ich voll cool, dass die auch sowas anbieten. Genau, das war halt so eine Wintersorte und die war dann irgendwie so im Ausverkauf, weil wir die halt nach Weihnachten erst gekauft haben oder nach dem richtigen Winter sozusagen. 2 Sorten haben wir da probiert gehabt. Ach, ich glaube, das war zweimal dasselbe. Nee. Ach so, dann hatten wir 2 Sorten. Weißt du noch, was es war? Nee. Das eine war mit Mandarine. Und das eine mit Zimt, wo man mal kein Zimt geschmeckt hat. Ja, oder? Genau. Ah nee, das mit Zimt war das mit Mandarine. So. Und das andere war mit Mango und Granatapfel. Auf jeden Fall, ich habe sie nicht gekostet, aber du hast sie, glaube ich, gekostet, oder? Ja, aber es hat halt alles vorrangig nach Apfel geschmeckt, weil am meisten auch Apfel dran war. Aber er hat alles gegessen. Obst hat er bis jetzt eigentlich noch gar nichts verschmäht. Alles. Und ja, das auf jeden Fall. Genau, was haben wir noch an Obst gehabt? Wir hatten auf jeden Fall Blaubeere. Stimmt, und mit Birne so auch gekauft. Und da dementsprechend sagt sein Stuhl danach lila bis schwarz aus. Ja. Das war sehr lustig irgendwie. Aber an sich ist nichts passiert. Also er hat ganz normal vertragen und auch ganz normal verdaut und alles, aber es hat dann einfach alles umgefärbt. Mhm.
Was hatten wir noch? Ich glaube Birne pur. Und wir haben jetzt auch so Birnen gekauft, wo wir einfach mal selbst dann so Birnenmus noch kochen wollten. Ansonsten haben wir noch nicht so viel jetzt Verschiedenes probiert. Klar, muss man ja auch nicht. Wir haben jetzt auch bei den Gläschen mal geguckt, was es ab dem 6. Monat gibt. Haben wir was mit Kirsche und Banane gekauft. Also wir kaufen das, was wir nicht unbedingt kochen. Also ich würde mich jetzt nicht hinstellen, Blaubeerbrei kochen. Wobei Blaubeeren geht vielleicht noch, da wächst du so eine Packung und schmeißt sie in den Topf, aber... Kirsche? Aber Kirsche ist so ein halbes Kilo Kirschen entkernen. Nee, also da brauchst du auch wahrscheinlich auch so ein Gerät, ansonsten stellst du dich hin und machst alles mit dem Messer. Hm. Weil du kannst ja schlecht die in den Mund nehmen, zerkauen, den Kern rausmachen und dann die Kirsche ausspucken. Ja, nee, also da haben wir jetzt einfach mal so ein bisschen was probiert. Aber vorrangig kochen wir selbst, was es halt gibt. So. Ja. Genau. Genau, was ich noch sagen wollte, das Grundprinzip vom Abendbrot ist halt bei uns Getreide und Obst. Und... Er spielt ein Lied. Genau, zum Mittag, das haben wir ja schon gesagt, Gemüse. Eigentlich wollten wir dann auch so mit Fleisch anfangen. Ich glaube, das ist auch der nächste Punkt. Genau. Mittags hatten wir im 5. Monat noch nur Gemüsebrei gemacht. Und haben dann... ja, eigentlich im 6. Monat, glaube ich, auch erst angefangen, aber mit Fleisch probieren. Jetzt vor kurzem erst. Ja, und wir haben erstmal nur Hähnchen probiert. Also wir hatten, ich glaube, eine Mischung mit Hähnchen. Wir hatten auch Fisch probiert. Ja, wir hatten eine Mischung, also so ein fertiges Gläschen mit Hähnchen und ein fertiges Gläschen mit Fisch. Und dann hatten wir noch ein einzelnes Gläschen Hähnchen zum Mischen mit unserem fertig gekochten Gemüsebrei, den wir selber gemacht haben. Und jedenfalls ist Fleisch scheinbar gar nicht so seins. Also vielleicht alles, noch nicht. Kann sein, dass es noch kommt, aber alles, wo bis jetzt Fleisch dran war oder eben auch Fisch, hat also unter Beschweren 2-3 Löffelchen gegessen und dann war es das. Und dann haben wir ihm lieber den Brei, den er auch gern isst, gegeben. Also einen selbstgekochten oder entweder einen gekauften Kürbisbrei. Oder einen selbstgekochten Möhre, Süßkartoffel, Pastinake. Das ist ungefähr das, was er aktuell halt isst. Klar, wir probieren immer mal was aus. Wir haben jetzt halt auch noch andere Sorten so da oder auch andere Sorten so, sag ich mal, Rezepte in Planung und sowas. Ich glaube, wir hatten noch einmal so ganz viel so Möhre, Pastinake, Süßkartoffel oder irgend sowas mit einem ganz kleinen bisschen Hähnchen. Da hat er es auch gegessen, weil das wahrscheinlich nicht geschmeckt hat. Ja. Aber ansonsten hat er so Fleisch generell oder Fisch noch nicht gegessen, weil es ihm einfach scheinbar nicht schmeckte. Aber da müssen wir uns, glaube ich, auch keine Sorgen machen, dass er irgendwelche Mangelerscheinungen hat oder sowas. Weil erstmal wird er noch trotzdem zum großen Teil gestillt. Und ich habe mich neulich mal so ein bisschen belesen zum Thema, wie viele Mikrogramm von welchen Nährstoffen Babys so brauchen. Und das ist so, dass wir den Grießbrei mit so einer Folgemilch anrühren. Und da ist hinten ganz groß aufgelistet, wie viel Mikrogramm und sowas da drin ist. Und die deckt es eigentlich auch ganz gut ab aktuell. Also man kann den Grießbrei ja auch mit, was weiß ich, normaler Milch machen, wo ich aber halt auch ein bisschen vorsichtig wäre. Ich weiß nicht, ob man die auch mit Wasser machen kann. Ich weiß nicht. Ja, kannst du. Das schmeckt dann wahrscheinlich noch nicht. Ja, aber wir haben uns halt dazu entschieden, dass wir das mit dieser Folgemilch machen. Einerseits einfach, damit es so richtig darüber schmeckt und andererseits sind da halt wirklich auch die Sachen dran, die er benötigt und wenn seine Zeit für Fleisch gekommen ist, dann wird er uns das zeigen oder wir werden es halt immer mal noch probieren und wenn ihm das wirklich überhaupt nicht schmeckt, zwingen wir ihn dann natürlich nicht dazu. Es gibt ja auch genug vegetarische und was weiß ich auch vegane Babybrei-Rezepte. Aber also ich würde jetzt ihn nie zwangsweise vegan ernähren. Wenn wir feststellen, ihm schmeckt, okay, er isst ja eigentlich nichts, was nicht vegan ist, außer deine Milch. Aber so richtige Milch isst er nicht? Oder aber an der Folgemilch ist Laktose dran. Okay, würden wir jetzt merken, er hätte irgendwie eine Unverträglichkeit für Laktose. Aber auf jeden Fall würde ich nie ihn zwangsweise vegan ernähren, nur weil wir jetzt das machen. Ja, ich habe das eigentlich auch nur angesprochen, weil ich sagen wollte, dass es da so Rezepte gibt, also so auch ganze Kochbücher, wie man halt auch Kinder vegan ernährt und so, wo dann halt wirklich so aufgeschlüsselt ist,
diese Nährstoffe, die im Fleisch drin sind, in was für Gemüse und was weiß ich, Hülsenfrüchte, Getreide, die halt drin sind. Und dass man dann halt zum Beispiel viel, viel mit Brokkoli kochen sollte, weil da viel Selen oder sowas, wie das auch immer heißt. Was ist denn das? Du hast den Buchtitel von da hinten gelesen. Nee. weil das da halt viel dran ist oder so. Also es gibt auch die rein pflanzliche Alternative, zu der wir sozusagen als Notlösung greifen müssten oder würden, wenn ihm das Fleisch einfach nicht schmeckt. Müssen wir sehen, wie es sich entwickelt. Genau, und noch zum Essen. Also gefühlt haben sich seine Abstände zwischen den Mahlzeiten ganz doll vergrößert, aber wir haben gestern mal genau nachgezählt und im Endeffekt ist es genauso viel, es hat sich einfach nur alles verschoben. Mhm. Also seine Breimenge, die er schafft, hält 4 Stunden an. Und das sind aktuell mittags... Besser nicht verraten. Naja, also 230 Gramm, 220. Aktuell haben wir gerade so von der Menge her ihm immer vorgekocht zu 190, weil es kommt immer darauf an, wie groß unser Glas ist, wo wir das einfrieren. Wenn er halt nur 190 Gramm Gemüsebrei kriegt, dann kriegt er noch 50 Gramm Obst als Nachtisch, was dann in der Summe 240 ergibt. Und wenn er halt 230 Gramm Gemüse isst, kriegt er eventuell kein Obst als Nachtisch, je nachdem. Ja. Und abend isst er, was ist das, 250, also 150 Gramm Grießbrei, 100 Gramm Obst, das wird zusammengerührt, und danach noch 50 Gramm Obst Nachtisch. Dann sind es 300 Gramm. Richtig. Okay. Und gestern Abend, er hatte so einen Hunger, er hat diese 250 Gramm Grießbrei in 9 Minuten gegessen, was absolut der Rekord ist. Sonst, wenn er normal ist, braucht er eine Viertelstunde. Wenn er bei mir rumblödelt, eine halbe Stunde. Ja, und dann noch in einer Minute 50 Gramm Obst nachtisch. Genau, er hat auf jeden Fall jetzt so feste, relativ feste Zeiten für Vormittags- und Mittagsschlaf. Bisher gehabt. Seit 3 Tagen oder so, ja. Irgendwie nicht mehr. Jedenfalls, wenn wir früh aufstehen, dann beobachtet er uns noch so, während wir frühstücken. Und dann können wir so 1, 2, 3 kleine Sachen machen und dann wird er eigentlich langsam müde. Dann schläft er, dann können wir ihn aber auch irgendwo zum Schlafen ablegen, Babyfon anmachen, woanders hingehen und irgendwas anders noch machen, was halt gemacht werden muss. Und dann wacht er irgendwann auf. Kriegt eben sein Mittagessen und danach schläft er eigentlich nochmal. Nein, danach kann ich auch noch was essen. Also wenn ich alleine bin, esse ich dann immer noch, bevor er Mittagsschlaf macht, meinen Mittag. Also es geht eigentlich so. Und er wird ja noch gewickelt und sowas, ne? Aber hat eigentlich festen Mittags- und Vormittagsschlaf gehabt. Der Vormittagsschlaf so zwischen einer Viertel- und einer Dreiviertelstunde und der Mittagsschlaf zwischen einer halben und einer ganzen. Aber jetzt irgendwie seit 3 Tagen oder so hat sich das ein bisschen... weiß ich nicht. Also es ist irgendwie nicht mehr so ein fester Rhythmus drin. Ich dachte, wir haben jetzt so für länger mal sowas. Das hat aber auch einen Monat oder so angehalten. Also ja. Kommt ein bisschen an. Wir sitzen ja so im Bild. Okay. Ja. So. Genau, wenn wir jetzt einmal gerade bei... Ja, irgendwie wandert er gerade rückwärts, ne? Wickeln waren. Ja, der schiebt sich rückwärts. Ja. Ja, wenn wir gerade einmal beim Wickeln schon mal waren, Windeln haben wir jetzt Größe 5 am Tag und nachts mittlerweile auch. Wir hatten mal eine Größe 5 plus probiert, weil er irgendeine Zeit lang jeden Tag ausgelaufen ist, weil einfach die Windel, wir wissen da nicht, zu voll war oder es irgendwie daneben halt ging. Da lag mal hier drauf. Weil es entweder daneben ging oder einfach die Windel zu voll war oder so. Dann haben wir eine 5 plus probiert, aber da war es auch nicht besser. Ja, das heißt, zurzeit läuft er eigentlich relativ häufig, also eigentlich fast jeden Tag aus. Wenn wir länger als, weiß ich nicht, 6 Stunden schlafen. Und zwar einfach haben wir die Größe 5. Die passt zwar vom Gewicht her überhaupt noch nicht, die ist eigentlich noch viel zu groß sozusagen, aber wir kriegen sonst bei der Größe 4 den Klettverschluss nicht zu, oder? Zumindest nicht schön, also entweder ist es sehr gespannt oder es ist wirklich an den äußersten Enden zu. Weil er kriegt jetzt seinen Brei auch halt Wasser zu trinken. Und ja, da hat er auch wahrscheinlich viel mehr Flüssigkeit und die er nicht so komplett verdaut wie vielleicht seine Milch. Und deswegen wird er wahrscheinlich auch einfach mehr in die Windel machen. Ja, wir müssen mal gucken.
wie sich das entwickelt so. Und dann mal schauen, was am besten ist. Ich meine, er ist noch nicht in dem Alter, wo man ihm die Windel abgewöhnt, aber wir werden da eine Lösung finden. Genau, dann hat er Anfang vom sechsten Monat, also er macht jetzt eigentlich mittlerweile nicht mehr, immer so seine Oberlippe und Unterlippe gegessen. Ich weiß nicht, was hat er zuerst gemacht? Weiß ich nicht, so eingesaugt. Ja, immer so. Ja. Und man richtig so drauf rumgekaut und dran gesaugt und das war richtig süß. Und ja, das macht er jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Also habe ich jetzt lange zumindest nicht gesehen. Wenn ihr euch überlegt, er ist jetzt im sechsten Monat und ab dem siebten Monat fangen Babys an schon. Nein, er ist jetzt 6 Monate alt. Ja, ja, so. Also ist jetzt quasi im siebten. Aber in meiner Familie kam es vor, dass, also meine kleine Schwester ist mit 7 Monaten schon gekrabbelt. Und, aber es kann natürlich auch sein, dass es bei ihm jetzt jeden Tag losgeht. Er hat sich auch gerade hier mega rückwärts geschoben vom Teppich. Was ich einmal jetzt in der Zeit probiert hatte, war, oder zweimal, dass er seinen Mittagsschlaf nach dem Mittagessen in seinem Bett macht, im Dunkeln, im Kinderzimmer, weil bisher... Schlafzimmer, ja. Bisher schläft er eigentlich hier in dem Raum, also in der Küche oder in der Stube, im Hellen. Manchmal war ich hier auch eben mit anwesend. Mittlerweile mache ich es halt auch oft so mit dem Babyfon, dass ich dann ins Schlafzimmer gehe oder ins Badezimmer oder sonst wo irgendwas Sinnvolles mache und das Babyfon mitnehme. Aber dass er schon, also ich dachte, vielleicht kann man mal probieren, ob er denn schon in dem Alter ist, um so einen wirklich geregelten Mittagsschlaf halt zu haben im, im Bett im Dunkeln, weil im Kindergarten wird es dann so werden, dass er sich zumindest hinlegt und so weiter. Aber das ist, glaube ich, noch nicht so sein, das finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Das wird sich schon noch ergeben und ich meine, es gibt auch Babys, die oder Kleinkinder, die einfach keinen Mittagsschlaf brauchen, die dann eben abends um 7 ins Bett gehen. Aber es gibt auch genauso Babys, die Mittagsschlaf brauchen, sonst sind die, was weiß ich, abends um 5 schon so quengelig und du kannst dann gar nichts mehr mit denen anfangen. Wir werden sehen, wie viel Schlaf er braucht. Und ich würde. Also nach mir brauche viel Schlaf. Ich habe auch ewig lang Mittagsschlaf gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Also gefühlt wollte ich das nie, aber ich habe dann trotzdem immer geschlafen. Aber aktuell. Okay, irgendwann war die Phase, da war ich dann nach ganz, ganz schlimm, nicht zu ertragen, wenn ich geschlafen habe. Nachmittagsschlaf. Ich glaube, bin ich aber auch jetzt noch. Was ich noch sagen wollte, dass jetzt in dem Alter natürlich das ist, wo, wo er anfängt so mit Sitzen, also nicht von selbst, aber wenn man ihn hinsetzt, dass er anfängt, sich halten zu können. Und das natürlich, also hat der Arzt auch bei der Untersuchung, bei der U5 gefragt, ob das schon ein bisschen geht, weil das jetzt aktuell einfach so die Zeit ist und wenn man ihn hinsetzt, dann funktioniert das auch. Er sitzt ja auch schon auf dem Schoß angelehnt und sowas, was natürlich sehr da hilft beim Füttern. Die aktuelle Kleidergröße ist 68-74. Er ist wirklich sehr gewachsen und ach ja, wenn er jetzt badet, haben wir eben jetzt die letzten 3 Mal oder so eine schwimmende Quietsche-Ente, die aber nicht quietscht, aber so eine Ente, ins Badewasser gesetzt, weil wir so gedacht haben, er spielt ja auch so. Also wenn er hier liegt, spielt er, also wird er bestimmt auch beim Baden schon spielen können. Und ja, das macht er, das ist total süß anzusehen. Und ist einfach voll schön. Am Anfang lag er immer im Wasser und hat so entspannt, wo er noch kleiner war. Dann war es irgendwann so, dass er angefangen hat zu zappeln und mal seinen Fuß raus und dann so auf die Wasseroberfläche klatschen lassen hat, dass er dann so ein bisschen angefangen hat, einfach so mit dem Wasser zu spielen. Und jetzt ist er halt, jetzt ist er in dem Alter wirklich für sowas wie so eine Ente und das finde ich total niedlich. Und ansonsten, das mit dem Trinken hat Philipp ja schon gesagt, dass er zu den Mahlzeiten trinkt. Wir haben jetzt aber auch einfach ihm am Tag immer schon was zurückgegeben. Zieht er dir gerade an den? Nein, überhaupt nicht. Aua. Danke für die neue Frisur. Ja, also so am Tag was zu trinken gegeben, einfach damit er genug trinkt. Und es sind eh immer nur kleine Schlucke. Und ja, nach wie vor kriegt er so Babywasser und wir werden auch noch lange dabei bleiben, also mit irgendwelchen süßen Sachen wollen wir jetzt
eigentlich nicht unbedingt anfangen, weil es ja auch nicht so gut ist. Mit was? Mit süßen Sachen, so Säfte oder sowas. Aber so ungesüßter Tee kann man ja irgendwann mal probieren. Tee kommt, ja, ich glaube, ab dem 6. Monat oder so kann man so normalen Kräutertee, also nicht normalen, so für Babys, so Kräutertee und sowas. Hallo. Aber ansonsten werden wir ihm erstmal nichts weiter anderes zu geben. Genau, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und hoffen, euch hat das Video gefallen. Bin ich überhaupt drauf? Bestimmt, ja. genau, schaut auch euch das nächste Video wieder an. Also jetzt nicht direkt das nächste, wird jetzt nicht sein 7-Monats-Video, weil es ist einfach noch nicht so weit. Aber dann in einem Monat ungefähr. Naja, dann kurz nachdem er so alt geworden ist, drehen wir das wahrscheinlich. Und wissen wir schon, was das nächste Video wird? Können wir schon was verraten? Planmäßig ein Drohnenvideo, wenn wir es schaffen, cool, das zu bearbeiten. Also bis zum nächsten Mittwoch. Übernächsten, was auch immer. Wir verlinken die anderen Monate bis jetzt unten drunter. Haben wir eine Playlist dafür? Weiß ich nicht. Wäre aber mal schlau. Das wäre gar nicht blöd, ne? Und können wir das mal machen? Wir verlinken auch das letzte Video. Das ist nämlich nicht ein Monatsvideo, sondern unser veganes Fazit zum veganen Januar. Und so, veganes Fazit. So. Genau. Jedenfalls, wie gesagt, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Und genau, wir sehen uns beim nächsten Video.